Hallo liebe Community und ganz herzlich willkommen zurück bei uns auf EA Multigamer und ich will euch mal so ganz kurzen Feedback, so ganz kurzes Feedback hier lassen zur Gamescom 2015 am Mittwoch, das war ja der Pressetag, da gibt es ja diese schönen Besucherkarten hier, ja, ohne die kommt ihr da nicht rein, ne? Das ist halt so, natürlich nicht nur Lenja, der braucht doch die Karte, die dabei ist, ansonsten kommt ihr aber sowas nicht rein. Und deswegen waren wir gestern eben schon da. Heute geht es natürlich für euch los. Ich denke, die meisten von euch sind heute da. Ich will aber noch mal so ganz kurzen, ja, ein ganz kurzes Feedback von mir da lassen für euch, wie es denn so war. Videos gibt es auf jeden Fall auch am Wochenende. Ich hoffe morgen Abend schon. Ich kann es euch aber nicht versprechen, ob ich das Video da hinkriege. Alf wird auch diverse machen. Der ist nämlich noch 2-3 Tage länger da. Ich persönlich habe leider keine Zeit. Meine Tochter will mich auch mal sehen. Und da will ich euch mal gerade zeigen, was es hier so gab. Guck mal hier, dieses Assassin's Creed geil, Syndicate vorne drauf, hier auf der Gamescom-Zeitung, hinten drauf Fallout 4. Warum zeige ich euch jetzt Fallout? Kann ich euch ganz klar sagen, mit Fallout will ich anfangen. Ich bin so mega enttäuscht. Erstmal, Leute, das hier habe ich gekriegt. Ja, ich dachte, wir können Fallout mal anspielen. Ihr seht es ja gerade, es ist nicht gerade gut mit der Kamera, aber hier. Das haben wir bekommen. Das ist ein Aufkleber von Fallout, ja. Und da gab es kein Spiel zu, da gab es eine Videopräsentation zu. Und ganz ehrlich, ich bin von diesem Spiel maßlos enttäuscht. Ich finde die Grafik nicht gut, die Bethesda da raushaut. Ich finde die Kämpfe sehr, 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 sehr unruhig. Ich persönlich. Aber ich habe es auch nur in so einer Kamera hier gesehen. Wir durften es nicht spielen. Von daher kann ich euch da mehr gar nicht zu sagen. Ja, dann gab es logischerweise, ja, wie gesagt, so ein Lanyard hier, ne, von der Gamescom. Für die Gamescommer, ist ja klar. Wo waren wir noch? Oh ja, hier. Call of Duty, Black Ops 3, die haben uns ein wunderbares Shirt geschenkt. Ja, da ist es. Hier ist es drin. Gibt es garantiert auch schon 500 Stück bei eBay zu ersteigern mittlerweile. Zumindest habe ich am Morgen geguckt. Und die haben uns natürlich das hier gegeben. Ich zeige euch noch diese Seite. Einen exklusiven Beta-Zugang. Zuerst auf PS4. Die besitze ich leider nicht. Aber ich habe den Beta-Zugang. Aber PS4 ist kein Problem, die kriegen wir ja. Ja, Black Ops 3 macht einen guten Eindruck. Ich bin ja nicht so der Shooter-Gott. Hab natürlich fürchterlich auf die Schnauze gekriegt mit den ganzen Cracks um mich rum. Haben auch eine Videopräsentation gehabt und haben danach noch zwei Multi-Gamer-Spiele machen dürfen. Hier Multiplayer-Sessions machen dürfen. Das war okay, war richtig gut. Und einfach gesagt, der kam mich mit dem Controller nicht so gut klar. Ich kam nicht so gut mit allem klar, aber prinzipiell macht es grafisch einen guten Eindruck, hat auch ziemlich Spaß gemacht. Und die Zeit zu warten, da lohnt sich auf jeden Fall. So, was haben wir hier noch liegen? Naja, hier, das kriegt ihr von irgendwelchen leckeren Chicaritas in die Hand gedrückt. Nehmt sie mit, sind wunderbare Erinnerungsstücke und geile Frauen sind da ohne Ende. Da kann ich euch ganz sicher was zu sagen. Dann habe ich hier noch, was habe ich hier denn noch hier? Ah, guck mal hier. Dann waren wir noch bei Acer. Acer, habe ich noch ein Lanyard von Acer abgestaubt. Weil bei Acer wollte ich an FIFA denken, denn die EA hat es mal wieder nicht nötig, die Leute so ein bisschen mit Klam ist. Es ist ja alles nur Goodies, aber ist ja egal. Hat es nicht nötig gehabt, uns auszustatten. Ich finde das neue FIFA, ja, pornös, kann man sagen. Gut gemacht wieder mal, aber natürlich kann ich jetzt nicht sagen, ob der Schiedsrichter besser ist. Ich kann euch sagen, ob die Mannschaft sich taktisch besser verhält. Ich kann euch nur eins sagen, es ist nicht mehr so pace-lastig. Zumindest ist das unser Eindruck gewesen. Wir haben gestern zusammen gespielt und es war nicht so pace-lastig wie ja, dieses Jahr. Ich habe ein Spiel verloren, einmal unentschieden gespielt. Ja, ein Tor habe ich, glaube ich, auch gemacht. Keine Ahnung. Mit Real und Barca haben wir gespielt. Und später noch mit Frauenmannschaften. Da habe ich gewonnen. Mit den Frauenmannschaften Amerika gegen Deutschland haben wir gespielt. Die bewegen sich ganz komisch, weil die so leicht sind. Ist ganz anders. Lauter Neymars in der Mannschaft halt. Ne? Und ja, prinzipiell richtig geil. Grafisch ziemlich gut. Wie gesagt, ja, Bewegungen, keine Ahnung. Also der Ball springt öfter mal weg. Ich habe jetzt die KI natürlich auch nicht angeguckt, wie sie eingestellt war. Da hatten wir keine Zeit für. Wir haben zwei Matches gemacht und noch ein halbes hinterher. Ja, dann haben wir noch PES gespielt. Oh, gut, da habe ich zwischenzeitlich, haben wir hier noch so ein hier, guck mal hier, von kenne ich überhaupt nicht, ist mir auch Latte. Kinguin habe ich auch noch abgestaubt. Lanyard, als Herr, die Scheiße, habe ich da hinten an der Wand noch 200 Stück. Ja, PES haben wir gespielt. Mega Arcade-lastig. Du kannst grätschen wie 1946 oder, also in meinem Fall 1998 oder 1999, wo ich schon FIFA gespielt habe, da konntest du auch noch so grätschen. Einfach unrealistischer, aber mega schnell vom Spielsache her, aber es hat auch Spaß gemacht, ne? Muss ich auch sagen. Mir hat Spaß gemacht. Ich finde es gar nicht so schlecht. Es muss halt jeder selber wissen, was er bevorzugt. Und dann zu guter Letzt waren wir selbstverständlich bei Blizzard, die ja heute, wenn das Video online kommen sollte, sicherlich schon ihr neues Add-on angekündigt haben. Das haben sie gestern nicht gemacht. Die Säcke, weißt du, gestern war Pressetag und ankündigen tun sie ihre Videos, ihre Add-ons einfach an den Tag, wo ihr alle da sein könnt. Ist doch blöd, oder? Nein, völlig okay. Und da gibt es heute das neue Add-on zu. Da haben wir auch gezockt. World of Warcraft, Hearthstone hatte ich keine Zeit mehr für. Assassin's Creed wollte ich gerne spielen, ging leider nicht. Und
weil einfach so viel Wartezeit dann doch noch war. Die anderen, muss ich sagen, an diesem Mittwoch war mega geil. Du musstest nicht lange warten. Ne? Wir haben bei Fallout, glaube ich, 25 Minuten gestanden, bei COD 30. Und ja, so die Blockbuster-Spiele waren halt mega besucht, das ist doch klar. Da hatten wir dann auch keinen Bock drauf. Und ganz ehrlich, nach der Fallout-Videopräsentation war bei mir auch so ein bisschen die Motivation weg. Trotz allem, die Gamescom wieder einmal mega, mega geil. Und als allerletztes hier, ist das nicht geil? Ein Flaschenöffner, den ihr euch ums Handgelenk machen könnt. Ich habe fast geheult vor Freude. Ist das Ding übel? Da wollte ich gerne ganz Stand haben, habe ich nicht gekriegt. Ist egal. Ja, das ist mein Eindruck zur Gamescom. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne unter das Video schreiben. Ich werde euch versuchen, die zu beantworten. Und wie gesagt, spätestens am Samstag gibt es von mir dazu meine Eindrücke von der Gamescom. Auch für euch auf YouTube. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ciao. Viel Spaß weiterhin. Und ich hoffe, ihr besucht die Gamescom auch noch. Haut rein.